Und was für eine Erscheinung, noch immer. Quattrocento Cinquantasei, Ferraris, wahrer Gran Turismo. Kultivierter als dieses großzügig geschnittene 12-Zylinder-Coupé bewegt uns kein Automobil dieser Erde. Und durch die sanft geschwungenen Kurven der Emilia. Und Pininfarinas Rückenansicht des 456 gehört schon heute zu den gelungensten der Sportwagengeschichte überhaupt. Im Zeichen des Cavallino Rampante dominieren lange Linien. Ferraris 2- und Zweisitzer fasziniert, 4,76 Meter lang, durch schlichte Eleganz. Wenn es aber regnet, auf den Sträßchen oberhalb Maranellos, spätestens dann wird bei aller gebotenen Zurückhaltung klar, dass die 442 Pferde dieses Ferrari nicht nur im Fahrzeugschein zu finden sind. Kraft ohne Ende scheinbar, 550 Newtonmeter Drehmoment zum Beispiel aus diesen 12 Töpfen und aus über 5 Litern Hubraum. Das Fahrverhalten, sportlich direkt und zumindest für Fortgeschrittene frei von Tücke. So schön wie von außen, so schön wie auf der Straße, präsentiert sich der 456 auch in Motor und Innenraum. Die noch immer offene Schaltkulisse mit der polierten Alukugel, die Drehzahlversprechungen der Rundinstrumente, typisch Ferrari. Schöner Wohnen auf Italienisch, Leder vorn, hinten, überall. Ob nun Tempo 300 auf der Autostrada oder wie hier mit Nachdruck gefahren auf Nebenstraßen, Ferraris 456 erweist sich als echter Sportwagen. Sein Handling? Man kann es nicht oft genug sagen, überrascht angesichts Fahrzeuggröße und Gewicht. 1,7 Tonnen dank Pininfarina auch rein optisch meisterhaft kaschiert. Der Kaufpreis allein will nicht recht passen zum diskreten Auftritt dieses fabelhaften Wagens. 378.000 Mark. Eine schöne Investition immerhin. Sagt sich da mancher, schöner als ein durchschnittliches deutsches Reihenhaus.